Ihr Lieben, es geht los, wir wollen kochen. Geil, oder? Ich habe da richtig Bock drauf. Und zwar gibt es heute mal ein bisschen aufwendiger, aber so irgendwie das. Was ist das Grillessen überhaupt? Pulled Pork. Und es schmeckt ja auch einfach tierisch. Ne? Wenn ihr mal nach Schottland kommen solltet, nach Edinburgh, da gibt es eine ganze Kette, die nennt sich Oink. Und die haben ganze Spanferkel im Fenster liegen als Pulled Pork. Dann gibt es noch so eine Apfelsoße drauf, ein Vollkornbun, also ein Brötchen dazu. Oh, Hammer, 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 Hammer. Und sowas wollen wir probieren. Jetzt bin ich nicht derjenige, der jetzt da unbedingt so 12 Stunden Wache sitzen muss am Grill. Wir haben ja nur so einen kleinen mit Deckel. Deckel ist Voraussetzung, das kann man nicht Niedrigtemperatur grillen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kriegt man das vielleicht hin mit nicht 12 Stunden Garzeit, ja, weil man müsste die Kohlen auch wieder entfachen und die müssten eigentlich woanders entfacht werden, damit das Fleisch darunter nicht leidet. Und ja, dann ist uns eingefallen, dass wir mal Spare Ribs gemacht haben nach dem amerikanischen Rezept und die wurden vorgekocht. Und das hatte super geklappt. Und dann kam so die Idee, warum nicht hier so ein schönes Stück Schulter, das werde ich noch halbieren, das ist ein bisschen viel für uns, ein Stück Schulter ganz einfach auch mit einem Sud, der dem Ganzen entspricht, der das also unterstützt, 2 Stunden lang vorkochen und dann nochmal 2,5 Stunden, 2 Stunden, sowas um den Dreh, bis die Kerntemperatur erreicht ist, nochmals im Grill, damit so ein kleines Schälchen Wasser, damit die Feuchtigkeit stimmt und ein paar Holzspäne ab und an, damit das ein bisschen geräuchert wird. Und das wollen wir heute probieren. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich hoffe, es wird mega geil. Dazu gibt es noch so ein Coleslaw mit Apfel und Möhre hier und Buns, die wird Rieke backen und dann wird das bestimmt eine coole Geschichte. Wir warten aber mal ab. So, wie geht es jetzt hier weiter mit uns? Also ich habe ja gesagt, dass wir das vorgaren wollen. Ich habe hier so ein schönes Stück Nacken. Ich hatte vorhin erzählt, die Schulter. Nee, ist Nacken. Ist also noch ein klein bisschen fettdurchzogener, was dem Pulled Pork ganz gut tut, damit es nicht trocken wird. Das werde ich gleich einmal durchschneiden. Es liegt so ein bisschen an der Topfgröße und dass wir jetzt auch nicht mit 4 Personen da 2,6 Kilo Fleisch essen. Also das wird durchgeschnitten und dann wird da eigentlich nicht mehr groß was mit gemacht, weil das ja dann in die Brühe kommt. Und wir möchten das ja auch sozusagen geschmacksunterstützend haben. Deswegen kommt dann noch ein Apfel mit dazu und eine Zwiebel kommt dann noch mit dazu. Und das wird dann gerade eben so bedeckt, dass das Fleisch, nee, also so viel Wasser, dass das Fleisch gerade bedeckt ist. Ich möchte, dass da nicht in zu viel Wasser rumschwimmt. Das werden wir ins kochende Wasser legen. Da ist man sich wirklich nicht einig. Also es gibt Leute, die sagen, im kalten Wasser setzt man Fleisch für Kraftbrühen auf und man setzt in heißem Wasser Fleisch auf, was für sich stehen soll, also wie Tafelspitz, damit sich gleich die Poren schließen. Aber das mit den ganzen Poren schließen, das ist, glaube ich, also ist man, es gibt ganz viele, die sagen, das ist mehr so ein, eine Legende, ja, also dass das gar nicht wahr ist. Ist mir egal, ich gehe auf Nummer sicher, ich koche das Wasser erst auf und gebe dann das Fleisch ein. Und ja, wenn das dann fertig ist, dann geht's weiter, okay? So, Fleisch köchelt, sieht saugeil aus mit dem Apfel. Und also ich bin mal wirklich auch gespannt, was da für eine Brühe rauskommt mit dem Apfel. Der müsste ja eigentlich komplett zerfallen. Und da müssen wir auch mal gucken, ob man da nicht noch was Tolles draus machen kann. Geht ja auch noch um eine Barbecue-Soße. Barbecue-Soße gibt es hunderte von Rezepten. Wir haben mal eine gemacht mit Cola, die wird einreduziert, bis sie fast dickflüssig ist. Dann kommt Tomatenmark dazu, Brühe und ein paar Gewürze. Das wird dann sehr lange kochen gelassen. Und das war eine tolle Western-Soße oder so eine Steak-Soße. Es gibt aber ganz viel, müsst ihr im Internet mal gucken. Also da gibt es, möchte ich auch nicht eine empfehlen, weil da gibt es so viele verschiedene und die sind alle gut. Aber wenn das jetzt hier so kocht, kümmere ich mich schon mal um den Coleslaw. Und jetzt mal so ein Hinweis, hier haben wir die querlaufenden Blätter. Und wenn man die jetzt so vorsichtig hier herunterschneidet, dann sieht man schon, dass man gar keinen Hobel braucht. Das sind ganz, ganz feine kleine Enden. Die sind dann vielleicht nicht so lang, so langfasrig, wie man das sonst so kennt. Aber wir sind ja auch in der Campingküche. Also das ist genau das Ergebnis, was ich haben wollte. So, vielleicht mal kurz was zur Küchenorga. Also was wir eigentlich immer hier stehen haben, wenn wir kochen, ist hier so ein einfach ein Behältnis. Einfach so ein Behältnis, wo man zwischendurch so seine Küchenabfälle reinmachen kann. Also jedes Mal Schublade auf, Schublade zu, das wäre überhaupt nichts für mich. Da haben wir so ein Ding stehen. Dann zweiter Tipp auch noch, benutzt immer einen Deckel. Das spart unheimlich Energie, gerade wenn es jetzt auch darum geht, dass wir den so bei leicht siedender Temperatur 2 Stunden lang auf dem Herd haben wollen. Deckel drauf, ansonsten geht ganz viel Energie verloren. Es geht weiter mit unserem Coleslaw. Ganz lecker dazu, mit Sicherheit.
Ich habe ein bisschen vom Rezept abgewichen. Ich habe das mehr so gemacht, wie die Amerikaner das machen. Die arbeiten grobes Meersalz damit ein und kneten und kneten und kneten. Und was man jetzt hier sieht, da unten, da läuft schon der ganze Saft hin. Das heißt, der wird richtig schön zart dadurch und so wie wir Coleslaw kennen. Dazu kommt dann noch Möhre und Apfel. Die werden fein gerieben. Wir haben eine Reibe dabei. Übrigens, wer einen Hobel dabei hat, der braucht das natürlich nicht mit Messer schneiden. Der ist viel besser bedient mit dem Hobel. Das ist schon ein bisschen Arbeit, wenn das ein bisschen fein sein soll. Den Strunk habe ich übrigens ausgelassen. Den können wir nicht so fein schneiden. Das wird mit dem Hobel wohl gehen, aber mit dem Messer nicht. So, nun geht's weiter. So, da ist das gute Stück Fleisch sozusagen. War 2 Stunden lang in der Brühe. Danach habe ich es noch 1,5 Stunden in den Herd abgestellt. Das kann ja ruhig in der warmen Brühe noch ein bisschen mitziehen, das schadet nichts. Und das ist so butterweich jetzt. Das ist der Hammer. Jetzt schon, obwohl das noch gar nicht im Smoker war. Und jetzt habe ich es ein bisschen rausgelegt, ein bisschen abgetupft und lasse das Ganze abdampfen. Warum? Da soll ja gleich so ein, wie heißt denn das noch? So eine Würzmischung. Na, gibt es einen Namen für, egal. Soll das ja gleich noch eingerieben werden. Und das ist Senfpulver, das ist Knoblauchpulver, Paprikapulver, Chili, ganz viel grobes Meersalz, Pfeffer und das war's, glaube ich. So, und das Ganze, das wird da gleich eingearbeitet. Dann lege ich das hier rein und lasse das, bis es losgeht mit dem Grillen, da noch drin stehen. Das kann die Aromen schön aufnehmen. Was ich zwischenzeitlich auch gemacht habe, ich habe hier Birkenholz 10 Minuten gewässert, dass sich das so ein bisschen vollsaugt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ob man das wässert oder nicht. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob man Birke nimmt oder nicht. Es gibt ganz viele, die sagen top, leicht süßlich. Andere sagen nein, auf keinen Fall Birke. Ich weiß es nicht. Ausprobieren. Das ist die Devise. So, sehr cool. Jetzt geht's los. Jetzt wollen wir den Grill mal aufmachen. Die Kohlen sind gut durchgezogen. Und was man jetzt sieht, ich habe da 2 kleine Schälchen drin. Das Wasser, da sind auch kleine Bläschen drin. Das heißt, das wird schon richtig heiß. Die Kohlen sind außen angebracht. Und sozusagen, jetzt kommt unser schönes Stückchen Fleisch. Richtig fein hier in die Mitte. Und wenn man das so fühlt, das ist ganz gut warm, aber es ist nicht brüllend heiß. Hier ist das schon ein ganz anderer Schnack. Das heißt, das ist ja das, was wir bei der indirekten Hitze haben wollen. So, und dann kommen noch unsere Birkenchips damit zu. Da gebe ich mal welche hier so in den Randbereich auf die Kohlen drauf. So, na, gar nicht so einfach. Nur vielleicht ein bisschen groß, einige Stücke. Das ist jetzt bei dem kleinen Grill natürlich so, dass man das nicht so hochklappen kann wie beim großen Kugelgrill. Aber was soll's, es ist Camping und da muss das schon irgendwie gehen. Das geht auch. So, muss gehen, geht auch. Und ich will jetzt lieber mal ein bisschen vorsichtig anfangen mit diesen Chips und nicht Unmengen raufwerfen, weil ich das Verhalten überhaupt nicht kenne. So, das haben wir erledigt. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Und jetzt folgendes, jetzt müssen wir hierüber regulieren, wie viel Luftzufuhr wir dem Ganzen denn gönnen. Hier unten ist übrigens auch noch so ein Schieberegler. So, und im Internet habe ich gelesen, beides halb auf. Das ist so eine mittlere Geschwindigkeit zum Garen. So, und die wollen wir hier haben. Wir wollen ja nicht das innerhalb von 10 Minuten durch haben. Ja, und jetzt heißt es wieder, Zeit mitbringen und ab und an mal wieder so ein paar Flöckchen drauflegen. Fängt an zu qualmen. Das ist der Smoker-Vorgang, ne? Habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, ob das so auf dem Video gut draufkommt. Ja, da kommt wieder Qualm. Ich bin gespannt. So, da ist es nun. Und das ist ganz schön toll geworden. Könnt ihr mich sehen? Nee, ist auch egal. Ihr müsst das Fleisch sehen. Und jetzt kann man das. Oh, cool. Wie geil ist das denn? Jetzt kann man das mit einer Gabel so auseinanderziehen. Das ist dann eben Pulled Pork. So, und bevor ich weitermache. Sehr, sehr geil. Super klasse geworden. Heiß. Heiß ist es. Seht euch das an. Ist das geil? Perfekt. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich muss die Familie verköstigen und deswegen müsst ihr jetzt mal im draußen bleiben. Bis daher. Jo, Hammer, Hammer, Hammer. Die Küchenschlacht ist geschlagen. Es war, oh, Hammer. Also, das war so lecker. Absolut fantastisch. Das hat super viel Spaß gemacht. Und es ist auf jeden Fall
ein Gericht, was man nochmal wieder kochen muss. Also so viel Power und dieses weiche Fleisch, ganz toll. Ein Abschlusstipp habe ich noch für euch. Moment, wo habe ich es? Ach, hier. Die Brühe, die dabei entstanden ist, die habe ich gerade reduziert. Und zwar sind jetzt noch 400 Milliliter über. Die kann man so nicht trinken, aber das ist Geschmack pur. Geschmack pur. Da steckt wirklich eine Bombenpower dahinter. Und das ist die Grundlage für Soßen bei uns. Man nennt das Küchengold. Das werden wir jetzt in so ein Gefäß für Eiswürfel geben und dann einfrieren. Und das kommt dann eingefroren mit. Denn immer wenn wir was Kurzgebratenes haben, dann möchte man auch gerne schöne Soße machen. Und das ist die Zutat dafür. Hammer. Wenn ihr zum Beispiel mal Haxen oder sowas kocht, die werden ja durchaus auch gekocht und danach gegrillt. Gleiches Prinzip. Da ist natürlich noch Knochen dabei. Da ist ganz viel Gelatine drin. Das ist zum Schluss richtig schnittfest. Hier waren keine Knochen dabei. Wird wenig Gelatine drin sein. Also deswegen einfach umfüllen und einfrieren. So, das war ein super toller Kochnachmittag. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr es nachkocht und vielleicht kommentiert ihr auch, wie es gelungen ist. So, ich wünsche euch was. Schönen Abend noch.